Freunde, da ist der Link einfach mal in den Winterschlaf gegangen und ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, leider eine etwas längere Pause gewesen. Es tut mir sehr leid, aber jetzt sind wir zurück und wir werden dieses Setup teuer noch zu Ende führen. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr doch auch noch ein bisschen. So, ich war hier im Möwendorf stehen geblieben. Konnte jumpen, konnte tanzen, konnte alles. Ich bin in der Super League. Ja, ich habe mir sehr viele Markierungen gesetzt, wovon ich jetzt allerdings jetzt nicht mehr überhaupt eine Ahnung habe, ob ich jetzt schon alle abgeholt habe oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd, muss ich gestehen. So, ich muss jetzt mal gucken, wie ich mich jetzt, wie bei meinem Lager aussieht. Die Ocarina, ich glaube. Ich muss mich erstmal kurz wieder zurechtfinden, Leute. Es tut mir leid. Hätte ich vielleicht auch vorher machen sollen. Uhu, 6 bis 16. Wie viel Moment hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie einspielen. Der Windfisch erwacht und Kugeln verlassen kannst. Gehe zur Durstwüste. Die Reimwunder wäre im Weg weisen. Aha, die Durstwüste ist, glaube ich, hier unten. Also gut, auf zum Zoodorf. Musste ich nicht mit Marin sprechen? War da nicht was? Hier ruht die Finger Gockel. Hä? Bewegt sich kein Stück. Ach nee, Moment mal, das war woanders. Okay. Gut, ich renne nochmal los. Autsch. Go! Link. Danke! Powerlink. Eine Fee. Ist zwar ganz nett, aber nicht das, was ich gerade suche. Und los geht's. Und... geh mal zu Zoodorf und schau mal, was da abgeht. Ach ja, ja, die Musik ist aber wieder schön. Also für alle, die jetzt mal schauen, ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal Link's Awakening wirklich wahrscheinlich irgendwann nochmal streamen und damit eine Challenge machen, also im Heldenmodus und ohne Schild oder so. Ich muss mich da mal irgendwie überlege ich mir schon mal was. Aber hätte ich mal Lust. Stimmt. Hier, der war doch. Marin. Gut, der träumt von Marin. Jetzt muss ich noch wissen, wo sie ist. Das weiß ich ja gerade gar nicht. Wo die gute Marin sich rumtreibt. Das könnte jetzt leicht problematisch werden, die gute Frau zu finden. Jetzt muss ich aber mal gucken. Das sieht aber eindeutig nach Wüste aus. Also ich muss Marin irgendwie finden. Ganz im Ernst, die Teleporter beim Zoodorf ist aber auch ein bisschen blöd platziert. Autsch. So, jetzt aber. Lass mich mal kurz schauen. Ich hätte eigentlich im Dorf bleiben können, ich Vollidiot. Ich wollte am besten fragen, wie man den Vater, wo seine Tochter abgeblieben ist. Ja, das war jetzt gerade noch unnötig. Ja. Das ist wunderbar. Mal kurz meinen Schuh ein bisschen lockern. Weil mir gerade echt wieder das Blut ins Bein schießt. So. Wo hat sie nochmal gewohnt? Das war nicht da. Das war auch nicht, glaube ich, da. Da haben die ja Eltern mit ihren Kindern gewohnt. Das muss irgendwo anders sein. Ich glaube, hier das Haus war es. Toll. Der Vater ist auch nicht da. So ein Mist. Wo sind denn alle? Moment, ich habe noch eine Idee, wo sie sein könnte. Vielleicht am Strand. Wir haben sie auch damals am Strand kennengelernt. Vielleicht ist sie auch da und wartet ganz geduldig auf uns, dass wir zum Date kommen. Ich vergesse... Achso, ja, stimmt. Viele habe ich ja so ausgerüstet. Ich muss mir erstmal mit Steuerung gewöhnen. Ich bin jedes Mal immer noch an die alte Gameboy-Steuerung gewöhnt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr das Spiel hier vereinfacht worden ist, ey. In Gameboy-Steuerung musstest du alles auf A, B legen. Das Schwert, das Schild. Hier ist ja überhaupt nicht der Fall, ey. Da ist sie ja, tatsächlich. Haha. Hi. Och, die Musik ist ja schön, die ihr spielt. Oh, Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Ja, gerne. Ein romantisches Date mit dir? Ja. Oh, wie schön.
Ich will in den Urlaub. No. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Tarin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe, draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Ich frage mich, ob Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Hallo, Link, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Link. Nach Hyrule? Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Och. Was? Marin kommt! Das ist die Gelegenheit! Diese einzige! Und ich hoffe fast alles wieder runter. Link, was hast du mit ihr vor? Was hast du mit ihr vor? Willst du sie klar machen? Was sagst du denn dazu? Pass mal lieber auf, ey. Scheucht dich quer durch die... keine Ahnung. Quer durch Hyrule. Du, mein Link, guter Link aus Link's Awakening. Du bist nicht der Link aus Hyrule Warriors, der weiß, was ich was viel hat. Ne? Also, lass mal gut sein. Moment, hier jetzt gebimmelt. Schaufel weiß Rad! Marin! Toll! Grabe uns ein Loch bis. Was? Was? Bis Mittelpunkt der Erde? Oder was steht da? Okay, mach ich! Eine Stunde später bin ich immer unten angekommen. Hat sie nicht gerade gebiebt? Also, dich kann man auch wirklich leichter erheitern, ey. Line, wie sieht's bei dir denn aus? Ich muss mal Line fragen. So bei unserem ersten Date hätte ich sie ja auch beeindrucken können, wenn ich ein Loch gegrabt habe. Würde eigentlich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen strange rüberkommen. Ich meine, ich grab ein Loch. Wir haben gerade hier unsere erste Verabredung, ich grab ein Loch. Was glaubst du, wie das aussieht? Ganz einfach. So, ob du das erste Date nicht mehr überleben wirst. Also nett, dass du mich anfeuerst, Marin, das muss ich dir entlassen. Aber kannst du mir auch sagen, wo diese blöde Mischel ist? Warte mal, vielleicht die Palme hier. Das kann doch nicht wahr sein. So, lass das! Wo ist denn das blöde Ding? Also, einmal sagen reicht. Wo ist denn das? Der weiß ja auch nicht, wo das dumme Ding ist. Ja, es regiert mal hier, aber da tut sich nichts. Meine Güte, Maren, du bist aber auch... Hm? Ach stimmt, ich glaube, hier können wir was auslösen. Ja. Das erste Mal, dass wir zusammen unterwegs sind, Link. Das ist ab heute unser geheimer Treffpunkt. Marin sieht voll glücklich aus und Link sieht irgendwie voll leerlos kalt aus. Willst du mir etwas sagen? Keine Ahnung. Ist bisher ein ziemlich gutes erstes Date, würde ich sagen. Wie gesagt, Link, mach nichts Falsches. Du kriegst uns Ärger mit Zelda. Marin ist ja auch... Marin ist schon eine Süße, muss man sagen. Gut, auch diesen Artist, aber wir kennen ja alle, Marin hat ja verschiedene Artists. Einmal noch das Originale. Da ist man sie ja damals schon auf Bildern gesehen gehabt. Als Link über Knick rausgekommen ist, in Hyrule Warriors gibt sie auch. Also Marin ist schon eine Hübsche, muss man ja sagen. Ich sag mal so, ich finde Marin besser, schöner als die Zelda in Skyward Sword. Da ist auf jeden Fall. So.
Was wollte ich jetzt? Keine Ahnung. Au! Honey! Fat Doggy! Was geht hier so ab? Ist eigentlich hier noch was Neues? Oh, ein Stachy! Oh, ein Herzteil! Ja, gib mir alles her! Toiling, kann ich das auch mal versuchen? Was sagst du? Gut, nehm, gib mir das Herzteil! Bitte! Was? Was? Schön, sie hat den Verkäufer gegangen. Wie hat sie die gerade da unten hingekriegt? Dafür gibt es noch nicht mal einen Knopf. Was soll das denn jetzt? Das ist gegen die Regel. Los, raus. Können wir es nochmal machen? Der Verkäufer freut sich bestimmt. Hab ich jetzt wegen Maren Hausverbot? Ah ne, jetzt muss ich draußen warten. Schön. Wonderkan. Ein Spiel, ein nur 10 Rubine. Nein! Ja, toll, jetzt liegt es da ganz unten. Toll, ich habe das Herzteil kaputt gemacht. Ah ne, es richtet sich wieder auf. Schön. Jetzt fühle ich mich verarscht. Ja gut, dann mache ich eben auch das Herzteil wieder schon mit dem. Frag mich echt, wie viele Herzteile der hat. Komm mal das Punch-Ding zu! Genau deshalb verliere ich immer mein ganzes Geld, wenn Weihnachtsmarkt und Freimärkte sind. Obwohl, das liegt doch jetzt so gut da. Komm, das kann ich jetzt nicht verkacken. Das kann ich nicht verkacken. Ich meine, verkoten. So, das geht jetzt ja. Das kriege ich ohne Probleme. Na? Ja! Was ist denn da passiert? Ich spitze gerne um, sorry. Was? Ich lass mich doch nicht vor so einem blöden Kran trollen. Ich hole mir jetzt beide gleichzeitig. Pass mal auf hier. So. Ja, so mache ich das. Na gut, okay, den Stein kriege ich jetzt, glaube ich, nicht, aber. So, jetzt aber! Nicht weinen, Lilo. Nicht weinen. Es ist alles in Ordnung. Du hast deine Momente des Gehens, bloß du kannst sie jetzt gerade nicht zeigen. Es ist alles okay. Bitte verliere jetzt nicht die Geduld. Gut, dann hol ich mir halt erst den Stachel, wenn dieses blöde Herzteil nicht will. Ich habe das Herz von Mare. Das ist. Sag mal, was ist mit dem Kran los? Der greift gar nicht runter. Willst du mich? Das ist doch. Sei ruhig da hinten. Das ist mein 5. Versuch. Oder 6? Keine Ahnung. Also jetzt fühle ich mich leicht getrollt, muss ich ja ehrlich gestehen. So, jetzt. Der Stachy blockiert mir das Herzteil! Ey! Wisst ihr, liebe Kinderlein, ich habe eine pädagogische Mitteilung für euch. Wisst ihr, es gibt Leute wie ich, die gehen niemals in Casino. Und wisst ihr was? Das hat einen Grund. Ich werde so schlecht, ich gewinne da nie was. Also, seid so wie ich. Seid schlecht darin und geht niemals ins Casino. Damit spart ihr euch Ärger, ihr spart euch Geld. Und ja. Endlich habe ich es jetzt mal geschafft. So, jetzt dieses blöde Herzteil bitte zum Mitnehmen. Na toll, ich habe eben die Knöpfe verwechselt. Ich glaube auch langsam echt, dieses Ding ist gezinkt. Der greift gar nicht da runter. Der packt das nur immer oben drauf. Ach ja, ich denke mal kurz da oben drauf, da ist es schon alles in Ordnung. Ich schicke gleich Maren wieder rein, die angelt sich gleich wie den Verkäufer. Ist mir schien egal, was sie mit dem macht.
Kann wieder meinetwegen mir den auch zu Go mitnehmen. So, jetzt aber bitte. Ja, endlich. Weiter. Ich kann das nachher so, dass ich beim ersten Mal das geschafft habe. Das darf ich eigentlich keiner erzählen. Jetzt komm mit, du blödes Herzteil. Danke. Ja. Jetzt nicht runterfallen. So. Leute, wow, bin ich gut beim First Try. Also, ja, ich hab Skill. Aber sowas von. Ich bin hier der skilligste Skiller, den es gibt hier. Herzteil Easygoing ist für mich kein Problem. Eine Stachelfigur. Stachel sieht aus richtigem Metall. Ja. Starry, hab wir. Also, tja, ich bin halt einfach gut. Maren, komm mit. Ich bin hier der King der Spielhandautomaten. Ich weiß gar nicht, warum sich manche Leute da so anstellen. Bitte, ich bin ja wohl ja der Profi. Oh, ein Bogen. Kann ich den mitnehmen? 980 Rubine? Ich glaube, ich hatte eben noch so viel Geld. Ich meine, ich hatte noch nie so viel Geld gehabt. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Geld hingeblieben ist. Keine Ahnung. So, gibt es sonst noch irgendwo, wo ich mit dir hin kann? Ich glaube nicht, oder? Folgt sie mir oder muss ich sie echt da ganz zu Fuß hinbringen? Nee, sie folgt mir. So, sind wir wieder angekommen. Komm mit Marin. Hallo Doppler. Quatsch. Marin hat auch von nix Angst, ne? Es gibt so Figuren, die haben jetzt schon längst rumgeschrien. Sie. Alter, die holt ja auch voll Speed raus. Die gute Marin. Zwei. Das habe ich ja jetzt gerade erst gesehen. Die kann ja auch rennen. Das ist ja cool. Marin hat auch die Pegasus-Stiefel. Oh, Pegasus-Sandalen, ey. So. Einmal bitte aufwecken. Da ist ja das Fall raus. Sollen wir es aufwecken? Ja, klar. Was ist los hier? Ja. Jippa. Hoppa. Ja, ist es toll. Ich habe Angst, dass das Ding auf mich drauf springt. Alter! Das ist ja jetzt aber jemand munter. Hey, ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieses Karnickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zoodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Link. Das mache ich auch immer, wenn ich mich ins Bett reinrobbe. Hopp, hopp, hopp. Einmal auf den Rücken legen und... Ah, so wird das gemacht hier. So, schön. Jetzt sind wir in der Wüste. Ist ja... Pocky! Ja, aber was soll ich denn hier in der Wüste? Das ist die Frage aller Fragen. Hm? Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen, um meine Ruhe zu stören? Moment, ein Boss? Na, sind die so ähnlich aus? Ja! Oh, die macht Damage. Der Typ ist jetzt so ähnlich. Wow. Wie in Link to the Past, da gab es auch so welche Würmer. Aber ich glaube, es scheint diesmal nur eins zu sein. Link to the Past waren zwei und das war nämlich ein Endboss. Wo waren es drei? Oh Mann! Ich kriege dann dauernd noch ordentlich Damage. Ich glaube, wir können auch mit einer Bombe arbeiten, aber. Jetzt habe ich dich. Key, wow!
Du hast den Wunderschlüssel erhalten. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Ja, wofür brauche ich den? Gib mal das Ding. Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume, beide vergehen am Ende. Gut, dann schau ich mir da. Jetzt gehen wir weg. Damit noch eine. Funktioniert ziemlich gut mit den Zaubermuscheln. Hat mit den Träumen. Meint er vielleicht irgendwie das Skelett, was da liegt? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich gehe da mal eben gucken und danach in ihn rein. Oh, diese Kakteen, ey. Irgendwie sieht das leicht sonderbar aus, weil es sieht so aus, als ob das irgendwie, als ob der Schädel noch Augen hat. Gut, dann gehe ich nur mal kurz runter. Wir haben heute was im Part geschafft haben und nicht nur das Date mit Maren. Obwohl es war ein sehr schönes Date. Okay, die kann ich noch hochheben. Ich dachte, in manchen Teilen gab es nämlich Steine, die kann man erst nämlich später hochheben. Aber die scheinen ja zu gehen. Ja, Bomben. So, haben wir das? Bombs away, bombs away. So. Attacke! Oder nicht? Doch, jetzt. Ein Herzteil! Das ist einfach so? Das ging ein bisschen zu einfach. Und noch ein Herz. Das ist schön. Und das war's. Hm. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen platt. Das ging schneller als gedacht. Habe ich überhaupt... Oh Gott sei Dank, ich dachte gerade, ich habe vergessen, die Tonspur zu legen. Ah! Na gut, Freunde, ich bin dann hier im Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Zoodorf wieder. Also, meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Gerne einen Kommentar lassen, wie fandet ihr das Date mit Maren. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!